Damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es geht weiter mit unserer Karriere, mit den Eispiraten-Krümmel-Schau. Letzte Folge war nicht so erfolgreich, nur ein Sieg aus den letzten 4 Spielen. Wir schauen erstmal auf die Topscore, da hat sich nicht viel getan. Henrik Kaninen dahinter, Tobias Lindberg, Hayden Fairbeek, Marius Gatzer, Felix Thomas, Max Balancins, Colin Smith, Justin Büsing und Dominic Walsh. Heute hammerharte Spiele. Wir schauen dann direkt dann nach Krefeld mal auf die Tabelle. Schauen wir uns nochmal ganz kurz an. Wir haben heute Krefeld jetzt in der Jalla Arena. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Wenn nicht, korrigiere ich mich dann nochmal natürlich. Dann haben wir nochmal ein hartes Spiel gegen die Eisbären. Dann gegen Kassel den. Und Faser, der wieder der Mannschaft ist, trifft 1:1-0. Ja, dann haben wir mit Kassel vielleicht eine Mannschaft, die aufsteigen möchte. Und dann haben wir noch Ravensburg, den Meister von der letzten DL2-Saison. Und wir führen 1-0 in Krefeld. In Krefeld auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Wir haben sehr, sehr gute Fans, viele Fans. Und deswegen ist es stark, dass wir 1-0 führen, haben weniger Schüsse. Oleg Schilin hält jetzt gerade noch unseren Kasten sauber. Hoffentlich bleibt das auch so von mir aus. Ja, okay, Josh McDonald trifft jetzt auch zum 1:1, aber Max, Alex Weiss trifft zum 2:2. Was ist das denn? Ganz, ganz stark hier von Krefeld zweimal reagiert. Es geht in die Verlängerung. Wer holt sich hier den Sieg? Und ich drücke jetzt hier Viereck. Und wir holen uns den Auswärtssieg. Max Balancin trifft als einzigster im Penalty-Schießen. Und wir holen uns jetzt schon mal wichtige 2 Punkte gegen einen direkten Konkurrenten. Wir schauen erstmal auf die Tabelle. Erster Platz immer noch Kaufbeuren. Dahinter Bad Nauheim, Selb, Füchse, Starbus, EV Landshut, Kassel, 1 Punkt vor uns. Dann kommen wir. Eislöwen, Bietigheim, Ravensburg, Krefeld, Regensburg, Freiburg. Auf jeden Fall sehr, sehr eng. Regensburg will jetzt natürlich auch irgendwo gewinnen. Sie wollen nicht irgendwie den Abstand verlieren zu den Playoffs. Dann haben wir natürlich mit Kassel einen schwierigen Gegner. Und ja, rein geht's ins Spiel gegen die Eisbären Regensburg, gegen den Aufsteiger. Vor 2 Jahren ist er, glaube ich, aufgestiegen, genau. Auf jeden Fall in echt ist Regensburg richtig stark. Hier, ja, schwerer Start, aber das kann ja alles noch werden. Tippman. Super gemacht von Lindberg. Kriegt dann nur nicht den Puck, aber konnte erstmal den Aufbau stören. Gedakis. Abut Gedakis. Aber Kaninen. Ganz, ganz stark. Kaninen. Kaninen auf Lindberg. Pass kommt nicht an. Tippman. Super. Und jetzt ist. Oh mein Gott. Weber, glaube ich, war das dann. Der da dann den Schläger von Henry Kaninen hoch hebt. Und Trevino. Und Ole Chilin auf seinen Posten. Puck geht erstmal raus, Tippman, Trevino, Balancin, Oleg Schilin, wichtig, sehr, sehr wichtig, dieser Save. Skalzo, jetzt Lindberg mit dem Aufbau auf Winnie Seponary, natürlich die anderen müssen noch wechseln gehen. Winnie Seponary bringt den Puck scharf hin, aber McCallum ist da. Und Davis. Super Reichel, Achtung, into Jogen, Reichel, Ladislav Sigmund mit dem Konter, Ladislav Sigmund, ja, Ladislav Sigmund auf Winnie Seponary, Winnie Seponary, ja, der Pass auf Kreuzer, der war etwas schlecht, Oleg Schilin macht es schnell auf Sören Sturm, der spielt auf Kreuzer, Kreuzer mit dem Fehler. Achtung, die wies aber Kreuzer badet den aus. Schwamberger ist da.
Oleg Schilin mit einem starken Save und jetzt Walsh auf Hayden Verbeek und der hat das Tempo. Hayden Verbeek! Aber super gehalten von McCallum und Gajowski. Walsh, super. Sören Sturm auf Walsh. Dominic Walsh, schade. Hayden Gajowski. Ja, schade. Felix Thomas. Dominic Walsh, wieder ist es Walsh und jetzt ist er durch, aber McCallum mit dem Super Save. Dominic Walsh. Walsh, der macht das eigentlich, oder der macht das richtig stark, lässt einfach nicht locker. Walsh auf Alexander Schmidt, der mit dem Schuss, aber der ging etwas neben den Kasten und Hammond. Hammond gegen Felix Thomas, Gajowski, Super Save und jetzt Schmidt. Pass kommt nicht durch, jetzt auf Justin Büsing. Justin Büsing, schade. Lukas Böttcher auf Felix Thomas, da ist Tamás Kanai, ja, aber super abgefangen. Und dann geht das erste Drittel vorbei, 0-0 steht's. Sehr hartes Spiel, muss man sagen. Es geht sehr, sehr viel hin und her, wenig Schüsse zwar, 5 Schüsse nur. Aber sehr, sehr, ja, aggressives Spiel, aber fair natürlich. Viele Checks, die passieren so, finde ich. Und jetzt Tobias Lindberg per Backhand, aber McCallum, der hat den Puck, hat da viel Sicht, natürlich auch Gedackes. Super von Balancen, Skalz so. Lindberg auf Balancen. Max Balancen muss da nochmal abdrehen. Balancen jetzt auf Tobias Lindberg. Lindberg auf Colin Smith. Der Pass kommt aber auf Henry Kaninen. Der kann den Puck nicht verwerten. Gedackes. Weber. Ah, schade. Lindberg kriegt da den Puck nicht. Trevino, Achtung. Trevino. Super. Da von uns. Von Colin Smith und Skalzo. Jetzt Max Balancen. Colin Smith. Gefährlich auf Balancen gespielt. Aber McCallum ist schnell auf der anderen Seite und Trevino. Trevino. Skalzo, super. Das reiche. Und jetzt Sören Sturm mit dem Schuss von der blauen. Schade. Sigmund auf Gregory Kreuzer. Der Schuss ist daneben und da ist er drin. Eigentor. Regensburg. Kreuzer kriegt das Tor gut geschrieben. Ganz, ganz stark. Wichtiger Treffer jetzt. Vor allen Dingen von der blauen dann auch hier. Wir sehen es nochmal, Haider war das. Der Schuss von Kreuzer geht an die Plexiglasscheibe hinten. Wir sehen es jetzt hier nochmal besser hoffentlich. Ja, hier, da geht er hinten ran. Dann ist da die 78 Tippmann, glaube ich. Oder ich glaube Tippmann müsste es sein, der da den Puck mit dem Schlittschuh sozusagen passt und dann irgendwie reingeht, aber wichtiger Treffer. Vielleicht wäre der auch so reingegangen, weil da zwei von uns waren, die dann auch zum Rebound da wären. Und Oleg Schilin, wichtig, hier viel Getümmel vor dem Tor gewesen gerade, aber wichtig, dass wir es erstmal verteidigen konnten. Und jetzt Alexander Schmidt, schade, gute Chance von unserem Youngster, Andrew Jogen, da müssen natürlich viele ran, weil er ein starker Spieler ist. Haider wollte sein Eigentor, glaube ich, gleich gut machen, wenn es Haider war. Ich hoffe. Walsh auf Scott Facer. McCallum mit dem Save. Und, Dominic Walsh, schade. Und jetzt Heger. Achtung, Heger, der ist durch. Alexander Schmidt kommt nicht ran. Und da ist der Puck drin. Videobeweis gibt es auf jeden Fall. Tor, also die erste Entscheidung war eigentlich Tor, dann doch nicht mehr. Ja, also hier Heger super gemacht. Oleg Schilin hat ihn dann ist es Heger, der hat ihn dann behindert. Genau, Tor in der Behinderung ist es dann am Ende. Und das Tor zählt nicht. Ganz, ganz wichtig. Und ich sehe es gerade hier. Regensburg hat die letzten 7 Spiele verloren und wir tun uns gerade hier so schwer. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwer, gegen Regensburg zu spielen. Vor allen Dingen haben wir es jetzt gesehen, es geht ganz schnell. Der Konter war von Heger. Kommt nicht aus dem Nix und plötzlich könnte es jetzt einstehen. Hammond
Super, aber wie kriegt denn da den Puck zu 100% nicht gleich? Deswegen wird es dann nochmal gefährlich. Jetzt Tobias Lindberg nochmal. Lindberg auf Kaninen. Kaninen. Vielleicht nochmal der Schuss Kaninen. Nochmal der Schuss von Colin Smith. Lindberg, schade. Aber das zweite Drittel ist somit auch vorbei. 1-0-Führung bleibt weiterhin. Und rein geht's ins letzte Drittel. Ganz stark. Von Lindberg, der den Puck erstmal in das Tor passt. Galso so, da mit dem kleinen Fehler, weil Lindberg auch nicht ganz aufmerksam ist und Gedackes. Aber super safe, Reiche, Achtung, Gedackes wieder da. Oleg Schilin mit dem Safe, Skalso so bringt den Puck erstmal durch die Umrandung etwas raus. Andrew Jürgen. Tippmann, Tippmann, Jürgen. Und dann ist das der Treffer 1-1. Wir kommen einfach nicht aus unserer Zone raus und Regensburg trifft dann zum Anschlusstreffer. Zum Ausgleichstreffer 1-1 steht es jetzt. Ja, das war der kleine Fehler da. Wir kommen nicht raus. Nicht genug Unterstützung dann auch irgendwo da. Und es ist einfach krass, wie die Scheibe hier rumtümpelt und wir sie nicht irgendwie kontrolliert bekommen. Und Regensburg dadurch so die großen Chancen hat. Jetzt Winnie Zepponawy. Winnie Zepponawy. McCallum mit dem Safe. Reichel auf Cracker wie Kreuzer. Kreuzer, Kreuzer. McCallum mit der Maske. Mit dem Safe. Schwamberger, Sören, Sturm, ganz stark. Sturm. Faser, passender auf. Aber wieder ist es so, was sie setzen sich irgendwie durch. Und jetzt Dominic Walsh. Hayden Fairbeek, der ist schnell. Come on, Hayden. Der holt sich den Puck. Nein, Schwamberger ist eher da. Andrew Jogen. Andrew Jogen. Schütz. Schütz. Kreuzer. Auf Dominic Walsh. Dominic Walsh. Auf Facer. Schade. Und Haider. Gajowski. Hammond, Hayden Fairbeek muss mit hinter und macht das auch. Aber ganz, ganz wichtig, dass er auch mit hinter geht. Haider. Schiele mit dem Safe. Puck geht wieder nicht raus. Gajowski, Hammond. Und ganz, ganz wichtiger Block da. Und jetzt Dominic Walsh. Dominic Walsh. Dominic Walsh. Schade. Gedackes. Jetzt mit der Chance. Gedackes. Abut Gedackes. Und jetzt. Wieder, es ist Gedackes, aber Bellinsen super dazwischen. Und Bellinsen bringt den Puck wieder nicht raus. Keine Strafe dagegen, Gedackes. Und jetzt Colin Smith nochmal mit der Konterchance. Colin Smith. Colin Smith auf Kaninen. Nein, Pass kommt nicht an. Schemski. Trevino. Colin Smith. Und Gedackes. Und ja, es ist wieder soweit. Es geht wieder in die Verlängerung. Es muss wieder eine Verlängerung getan werden. Am Ende 13 zu 13 Schüsse. 1-1 ist es verdient. Verdient ist unentschieden bisher. Mal schauen, wer sich jetzt hier durchsetzen kann. Der nächste Schuss kann hier schon das Tor sein. Trevino. Auf Jogen Kreuzer. Wichtig. Und jetzt Colin Smith. Colin Smith überläuft Weber, aber dann doch nicht. Und jetzt Weber mit der Chance. Trevino. Weber und Oleg Schilin. Wahnsinn, safe. Trevino. Und ganz stark. Lindberg jetzt auf Colin Smith und der hat die Chance. Colin Smith legt auf Lindberg und der macht es. Siebte Saisontor und der Treffer zum 2-1. Ganz, ganz stark. Von Colin Smith, der dann auf Lindberg legt, der natürlich einen richtig spitzen Winkel hat. Wir sehen jetzt wahrscheinlich gleich nochmal die Wiederholung. Ganz, ganz wichtiger Treffer und wir gewinnen gegen Regensburg mit 2 zu 1. Wieder so ein richtig enges Spiel und ihr seht's, das war ein spitzer Winkel und wir haben's. Wir haben endlich wieder gewonnen. Oder es ist jetzt der zweite Sieg. In dieser Folge ganz, ganz stark. Und jetzt geht's gegen Kassel. Auf geht's. Und wir können uns wieder gegen Kassel durchsetzen. Ganz, ganz knapp.
wieder zu Hause. Birchner und Bellinson machen das Tor für uns und am Ende gewinnen wir das Spiel auch gegen Kassel, der dritte Sieg in Folge jetzt. Das ist natürlich richtig cool. Und jetzt gegen Ravensburg, gegen die Mannschaft, die vielleicht den Titel verteidigen möchte, natürlich. Gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und Lukas Böttcher trifft gegen unseren Ex-Mann Ilya Scharipov, der ja letztes Jahr das Tor der Eisbären gehütet hatte und davor bei den Nürnberger Ice Tigers war. Und Böttcher jetzt schon mit seinem zweiten Treffer im zweiten Spiel. Und Marius Gazzo trifft zum 2-0 ganz, ganz stark. Frech treffen wir hier mit viel weniger Schüssen. Die Hälfte haben wir nur von Ravensburg und treffen dann zweimal ganz, ganz frech. Jetzt viel Powerplay gehabt, 2-3 Mal. Können das nicht nutzen. Aber jetzt endlich Lindberg 3-0. Richtig, richtig stark. Und das ist richtig gut, das 3-0. Aber Ketterer macht das 3-1. Und jetzt wird es ein Zittern im letzten Drittel. Jetzt sind es nur noch 2 Treffer. Hoffentlich kann Ravensburg den Schwung nicht mitnehmen. Aber es ist noch nicht vorbei. Erst wenn hier eine 0 steht, dann ist vorbei. Aber langsam, es kommt nicht mehr viel von Ravensburg. Achtung, Dietz macht den Treffer. Achtung, Achtung. Aber wir gewinnen am Ende. Wichtig. Wieder ein enges Spiel. Wieder eine gute Mannschaft. Und wir gewinnen gegen die guten Mannschaften. 4 Siege in Folge. Ne, 5 sogar. Tut mir leid. 5 Siege in Folge. Wieder Platz 4. Was war das denn für eine Folge? Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Dann hören wir uns bald bei der nächsten Folge. Ciao.